herzlichen Grüßen alle Zuhörer und Zuhörerinnen aus der ganzen Welt. Ich heiße Numovic Doji Paul, Leiter eines Gebetszentrums in Kbove. Das liegt in Noche, das ist in Togo. Wir sprechen über das Thema der Glauben und wir machen weiter. In Evangelium. Nach Römer, Kapitel 1, 17. Wir sprechen nur von dem Glauben. Es steht geschrieben, ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt, ist er unser aller Vater vor Gott, dem er geglaubt hatte, dem Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ist das Sein ruft. Amen. Wir sprechen nur von Glauben. Abraham war der Vater der Gläubigen, weil er an Gott glaubt. Wenn wir nichts von Abrahams Vater, Abrahams Mutter, Abrahams Geschwistern erfahren haben, Abraham hat an Gott geglaubt und weiß, dass die Existenz von Gott, der Name von Abraham, ist für immer. Sogar im Koran hat man von Abraham gesprochen. Das heißt, der Name von Abraham ist berühmt. Der Vater von Abraham ist nicht Gläubiger. Sein Vater glaubt nicht an Gott, aber als Abraham an Gott glaubte, war sein Name weltberühmt. Abraham wurde als Vater der Gläubigen bezeichnet, weil er an Gott glaubte. Sein Glaube hat ihm gesagt, Gott ist. In der Bibel steht geschrieben, er weiß doch Gott alles, das tot ist, ist wieder aufgestanden. Die Frau von Abraham, Sarah, war kinderlos. Abraham war 100 Jahre, seine Frau 90 Jahre alt. Aber Gott hat ihnen versprochen, nach 25 Jahren später hat Sarah ein Kind bekommen. Ohne den Glauben kann man nichts an Gott glauben. Die 90-jährige Frau hat ein Kind bekommen und sie haben ein Kind bekommen. Das Isaac heißt. Isaac bedeutet, Gott hat gelacht. Gott hat zu lachen gebracht. Und ich möchte Ihnen sagen, wenn du an Gott glaubst, wenn sie nach Gott glaubt, kann alles verwirklichen. Alle, die in dieser selben schwierigen Lage geraten sind. Und ich möchte Ihnen sagen, die Eltern haben Ihnen gesagt, Sie können nicht mehr Kinder haben. Ich glaube, ich muss Ihnen sagen, das ist möglich. Und in der Bibel steht geschrieben, alles ist nicht da, ist da. Mit dem Glauben kann man darüber sagen, ich kann ein Kind bekommen. Ich war ein Zeuge, ich habe das erlebt. Nach 14 Jahren später hat Gott uns Kinder gegeben. Der Arzt hat mir gesagt, meine Frau kann nicht Kinder haben. Dieser hat uns nicht gelogen, aber Gott hat das letzte Woche. Ich sage euch, Gott kann alles machen. Und danke Gott, hat jetzt zwei Kinder. Eine Tochter und
einen Sohn. Ich glaube, Gott kann alles machen, wenn Sie an Gott glauben. Und ich danke euch für Ihre Aufmerksamkeit und sage bis bald.